Hallo zusammen, willkommen in meinem Weihnachts-Adventskalender-Video. Ich bin Diana. Heute haben wir für euch, oder ich habe ich für euch eine Dehnübung vorbereitet für euren Nacken, falls ihr viel im Büro sitzt und arbeitet. Unser Nacken, also was ihr dagegen tun könnt, wenn ihr hier verspannt seid. Unser Nacken ist auch sehr, sehr viel verbunden mit unserem emotionalen Stress, den wir im Innerlichen verarbeiten. Uns unbewusst unsere Muskulatur hinten auch anspannen, was den Nackenbereich und Schulternbereich angeht. Deswegen wird euch diese Übung gut helfen. Ihr könnt sie jeden Tag ausführen. Achtet darauf, dass ihr nicht zu starke Schmerzen verspürt bei den Dehnungen, damit ihr euch keine Verletzungen zufügt. Okay, einmal. Wir ziehen unsere Schultern nach unten. Unser ist gerade. Wir nehmen unsere linke Faust zu unserer linken Schulter. So. Schulter ist nach unten. Wir drehen unseren Kopf 45 Grad nach links um, sodass wir noch unsere Faust sehen können. Leicht unser Blick, unser Kinn drücken wir Richtung nach innen. Genau. In dieser Position nehmen wir mit unserer rechten Hand nach oben, links zu dem Ohr ab und versuchen unseren Kopf nach rechts, nach unten zu ziehen. So könnt ihr auf 2 Minuten in der Position bleiben. 2 Minuten lang wirkt diese Übung am allerbesten. Vielleicht geht diese Übung auch nicht so weit bei euch. Es ist völlig okay, wenn es ganz, ganz leicht nur der Kopf gebeugt ist. Ihr werdet mit jeder Übung mehr spüren, dass ihr jeden Tag mehr und mehr euren Nacken bewegen könnt. Genau. Wenn ihr aus dieser Übung rauskommt, achtet bitte darauf, dass ihr zuerst in derselben Position euren Kopf loslasst, Kopf wieder gerade bringt und dann erst nach vorne. Okay? Um Verletzungen zu vermeiden. Genau dasselbe machen wir in die andere Richtung. Rechte Faust zu der rechten Schulter, Kopf 45 Grad, Kinn zur Mitte, nach innen eindrücken, Schulter nach unten. Wir greifen mit dem linken Arm unseren Kopf und ziehen langsam nach unten. Und bleiben so ungefähr auch für 2 Minuten lang. Spürt einfach die Dehnung in eurem Nacken. Dann wieder loslassen, euren Kopf zurückbringen in die 45 Grad Position und dann erst wieder Mitte. Um diese Übung abzuschließen, auch hinter in euren Nacken zu üben, geht ihr mit dem Kopf nach innen, nimmt eure Arme rechts und links und übt einen leichten Druck nach unten aus, während ihr mit eurem Kopf einen Gegendruck projiziert, einen Gegendruck verursacht. So müsstet ihr spüren, hier hinten an eurem Nacken einen Zug. So könnt ihr auch für 2 Minuten bleiben. Ganz wichtig, erstmal die Arme loslassen und den Kopf wieder nach vorne bringen. Diese Übung könnt ihr jeden Tag ausführen. Es hilft euch wahnsinnig gut bei der Bewegung und Schmerzen loswerden und Verspannungen. Ja, ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!